Ach, das ist die Schnapsfantasie. Und ich kann hier so rumlaufen. Wo bist du? Hilfe! Ja, alles. Ich komme. Alles wird gut. Ich komme. Ich habe ihre Frauen im Raum. Hilf mir! Das war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Denkmal. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hatte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinken. Ihr hinterher zu springen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schmerzen. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Der arme Alan. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Nein, nicht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Oh mein Gott. Ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde Alice retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus.
Oha. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenem dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Ach du Scheiße. Oh Mann. Also das hat jetzt echt noch gefehlt, oder? Oh nein. Jetzt erfahren wir, dass es wegen ihm alles ist. Aber wir haben auch noch einen Hoffnungsschimmer. Unser Hoffnungsschimmer ist halt aus Hoffnung Zane. Es ist gut, dass der da aufgetaucht ist. Er hat ihn auch in was reingeschrieben. Aber es ist gut, dass der dann aufgetaucht ist. Ja. Es ist wiederum nicht gut, dass er deswegen noch tiefer in seiner Verbannung ist. Ich hoffe, er wird uns noch helfen. Ich meine, wir haben ihn ja schon mal gesehen, als er so ein Skript da ist. Wäre auch schwierig, wenn er die Seiten nicht weggelegt hat, wäre das noch Grund für uns sozusagen. Mal weiter. Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Wir sehen, er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, ne? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlt dafür. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Audrey letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Immer im Licht. Das war doch Sophia. Die Lampenlady. Sophia Weaver. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. I. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Oh nein, nicht im Ernst. So. Wie der Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Ja. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Ella, aber wir sitzen hier fest. Wir werden uns nicht. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf.
Was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Ach so. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. So. Oh Mann. Ohne Licht haben wir keine Chance. Erstmal. Ach du Scheiße. Also ich dachte eben schon. Scheiße, ey. Was macht denn der Agent Nightingale auf einmal hier? Und der hat immer verschiedene Namen für uns. Ach du Scheiße, und ich glaube, der ist eh komplett weg wegen dem ganzen Alkohol. Jetzt ist er einfach so weg. Aber ich meine, das Dunkle hätte doch irgendwie. Also, das ist in gewisser Weise widersprüchlich. Da er dem Dunklen die Macht gegeben hat, da reinzukommen. Aber das Dunkle kann ihm hier gerade nichts ausmachen, denke ich. Also, es passiert ihm nichts. Also, das Gebäude wurde nicht komplett aufgegessen, sondern. Die Tür ging wieder zu, also ist ein bisschen verrückt. Aber das ganze Spiel ist verrückt, also daher passt es auch wieder. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht, aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht beim Schnaps. Das glaube ich ihm. Bleiben Sie ruhig, ich kann den Notstromgenerator anmachen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Ah. Heißt, es wird noch lustig mit dem. Hoffentlich kommt er nicht als Endgegner oder sowas. Der beschissen. So, ich gucke mich jetzt mal hier um. Ja, hat sich schon gelohnt. Eine Leuchtbacke. Da ist noch eine. Da ist nichts. Da auch nicht. Die PCs sehen so alt aus. Und wie wir herausgefunden haben, ist das nicht in Kanada, sondern noch in den USA. So, eine Kaffeedosis, nachdem er es so schön gepennt hat, wach zu werden. Raus. Oh, ja. Das hat sich dann wohl erledigt. Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Kraftwerk ist sehr gut. Kraftwerk. Wir müssen hier bleiben. Was? Nein. Wir machen den Heli-Stab klar. Aber ich habe Räume, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Weaker? Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Ja, vorne geht etwas schlecht. Und da haben wir den Hintergrund.
Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten. Ja. Das Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Wie kommen wir denn da irgendwie da oben drauf? Da! Und dann benutzen wir unser kleines Geheimversteck. Ach, gut, also. Anscheinend ist überall, wo ein solcher Nachttornado war, irgendwie da sind dann die Flecken. Und hoch da. Es ist dringend zu diesem Heli-Schatten.